Meine Meldung der Woche kommt diese Woche aus einer Region, die wäre dann wieder wegen der Pandemie fast untergegangen. Aber es hat diese Woche einen Hafenentwicklungsdialog gegeben. Oh Gott, was ist das, sagen Sie jetzt, Hafenentwicklungsdialog. Da treffen sich tatsächlich die Senatorinnen und Senatoren und die Ministerinnen und Minister der 5 norddeutschen Bundesländer, die alle Seehäfen haben. Und sprechen über die Situation der Hafenwirtschaft, aber vor allem eben auch die Herausforderungen und was man politisch gemeinsam machen kann und gemeinsam machen muss für die deutschen Seehäfen und für die Häfen insgesamt. Ein zusätzlicher Gast war dabei, der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, der eigentlich aus einem Binnenland kommt, aber der auch Binnenhäfen hat und der vor allem aber auch logistisch die Notwendigkeit hat, mit seinen Produkten stärker als immer nur über Rotterdam, Antwerpen oder die westliche Nordsee über die deutschen Seehäfen Themen abzuwickeln und deshalb in einer großen Kooperation mit den Seehäfen, an einer solchen Kooperation sehr interessiert ist. Mit dabei eben auch das Bundesverkehrsministerium in Person von Enhard Ferlemann, dem parlamentarischen Staatssekretär, und Norbert Brackmann, dem parlamentarischen Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums. Und diese hochkarätige Besetzung, die 3,5 Stunden gemeinsam zusammengehockt hat, in einer Videokonferenz natürlich virtuell, hat sich vor allem mit einer Herausforderung beschäftigt, die gar nichts mit eigentlich den Hafenministern vorrangig zu tun hat. Die Energiewende nämlich. Denn die Energiewende findet nur dann richtig statt, wenn wir uns klar machen, dass bei allen Regenerativen, wie wir sie auch jemals erzeugen werden, die Kapazitäten in Deutschland nie ausreichen werden, um genügend Energie zu produzieren, die Deutschland braucht, durch regenerative Anlagen im Inland. Das heißt, wir werden Energie auch weiter importieren müssen. Importieren müssen in Form von Gas oder Wasserstoff oder anderen Dingen, wie wir sie reinbekommen. Und da wird sofort gehen einigen die Haare hoch, weil fossile Gase, oh Gott, das ist ja auch wieder fossile Energieträger. Ja, das sind fossile Energieträger, aber umgewandelte regenerative Energien wie Wasserstoffe sind dann eben auch gasförmig oder liquide Gase, die dann eben sehr stark gekühlt worden sind. Die deutschen Seehäfen haben eine riesige Herausforderung, aber auch eine riesige Chance, in der Energiewende eine zentrale Rolle zu spielen, nämlich die Importstellen für diese Energieträger der Zukunft zu sein. Ob man aus kirgisischen Wasserkraftwerken oder aus marokkanischen Solarenergieanlagen irgendwann eines Tages Wasserstoff produzieren wird, weiß ich nicht. Aber dass man sich dafür aufstellt, solche Importkapazitäten zu haben, das ist wichtig. Und dafür spielen die Häfen eine riesengroße Rolle. Und nicht nur Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremen und natürlich auch Kiel und Lübeck, sondern eben auch diejenigen, die wie kleinere Häfen etwa in Brunsbüttel die Anlagen dafür heute kreieren und konzipieren, zunächst mal Gas zu importieren, LNG, was keinesfalls das Thema Fracking-Gas aus USA bedeutet, sondern was bedeuten kann, aus dem Oman oder sonst was zunächst mal fossil in der Tat Gas zu importieren, dann aber auch umzuschwenken auf Wasserstoff oder andere synthetische Stoffe, die aus regenerativen Energiequellen erzeugt sind. Das ist die Zukunft und die Zukunft ist etwas für die deutschen Seehäfen. Dazu braucht es Investitionen, Investitionskapital. Da brauchen wir die Unterstützung des Bundes, die wir aber in weiten Teilen auch schon zugesagt bekommen haben. Und das ist eine weitere riesengroße Chance für den Norden, in der Zukunft an Industrien zu partizipieren oder sie auch wirklich zu kreieren. Das ist die wirtschaftliche Chance für die Häfen in Norddeutschland, ganz neue Felder zu eröffnen, weil Kohleumschlag eben keine Rolle mehr spielt in der Zukunft, sondern der Umschlag von regenerativ erzeugten Energien, wie auch immer sie aussehen. Eine positive Perspektive in Zeiten einer Pandemie, die uns weiterhin gefangen hält und die aber auch zeigt, diese Pandemie dauert nicht ewig. Heute muss man sich mit den Themen der Zukunft auch beschäftigen. Und das tun wir.